Mann. Bella Italia. Meine Karriere gleich wieder komplett manchig. Ich bin ein richtiger Schönwetterfahrer. Leute, was geht ab? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Livigno in Italien. Ich bin hier auch schon fast da. Gerade durch den 6. Tunnel gefahren, durch den ich je gefahren bin. Da ein bisschen drauf wie bei Fast and the Furious. Quasi von Österreich durch Italien, durch die Schweiz und wieder in Italien hier hingefahren. Ich bin jetzt schon ziemlich spät dran, weil ich die ganze Zeit im Stau stand. Aufgrund dessen, dass ich jetzt ein paar Stunden im Stau stand, hat der Park jetzt nur noch 2 Stunden geöffnet. Erstmal zurechtfinden hier. Ich habe mir jetzt erstmal nur ein Ticket einmal hochgekauft, weil ich nicht weiß, ob sich noch eine Tageskarte lohnt jetzt für nicht mal 2 Stunden. Anderthalb sind es, glaube ich, noch. Und deswegen werde ich mal versuchen, da hinzukommen. Ich glaube, es hat den Jump Area, da scheint da oben eine zu sein. Weil dann kann ich auch einfach ein paar Meter wieder hochschieben. Du musst deswegen nicht ein komplettes Ticket kaufen. Das gleiche Problem wie immer, wenn man irgendwas noch nie gefahren ist und keiner vorfährt und man kennt die Distanzen nicht, muss man immer zweimal laufen. Nichts los hier. So, das ist der beste Schuh, den ich bisher zum Radfahren hatte. Aber wenn man hinguckt, voll im Arsch. Aber ich glaube, der hat länger gehalten als alle anderen Schuhe. Fuck! Der geht ganz schön steil nach oben, ey. Sieht irgendwie nicht dafür aus, als wenn er für ein Downhillrad gebaut wäre. Da gibt's große Table, da muss ich hin. Oi, oi. Wieso denn slow, Alter? Mach doch schneller. Boy. Ich hau immer in die Bremsen, wenn ich aus dem Suicide noch entkomme, drücke ich immer meine Vorderradbremse.
weiß nicht, ob ich heute Abend noch nach Monza fahren soll. So mega begeistert bin ich bis jetzt von dem, was ich bis jetzt gefahren bin, nämlich noch nicht hier. Und es ist verdammt kalt hier. Wie gesagt, das erste Mal gerade auf dem Track, deswegen noch nicht so schnell unterwegs. Wo geht's hier lang? Bisschen Nordschau fahren. Wayo. Red line. Zick gap. Yeah. Eine Bisi in der Matsche. Ein paar Steine. Und noch mehr Matsche und noch mehr Steine. Ein ganzer Fluss. Boah, nö, ey. Dann ist meine Karre ja gleich wieder komplett matschig. Ich bin ein richtiger Schönwetterfahrer. Ein paar mehr Sprünge wären geil. Single Trails werden dann irgendwann auch boring. Fluss-Action. So richtig den Kick gibt es jetzt nicht. Okay, ich will natürlich schneller fahren, aber wie gesagt, ich weiß ja noch nicht mal, wo es lang geht. Ich glaube, ich fahre direkt heute noch weiter, weil so krass hat es mir jetzt ehrlich gesagt nicht getaugt. Ich will mich nicht beschweren, aber und dafür jetzt hier noch eine Nacht pennen und morgen nochmal, da kann ich glaube ich lieber direkt weiterfahren. Das ist jetzt nur die Frage, wo ich hinfahre. Ob ich nach Monza fahre oder direkt nach Châtel weiter. Monza wäre wenigstens geiles Wetter. Ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt gerade meine weitere Route planen, ob ich jetzt nach Monza fahre oder direkt nach Châtel, weil es in Châtel ja diese geile Winkline gibt mit den fetten Sprüngen fürs Downrad. Jetzt wollte ich gerade auf der Seite gucken, wann Châtel Bikepark morgen aufmacht, weil morgen soll das Wetter noch gut sein. Jetzt lese ich gerade, dass seit dem Wochenende geschlossen ist. Alter, ich wollte da unbedingt hin, die Line, ihr müsst euch mal reinziehen, müsst ihr mal googeln, Châtel Nico Winkline. Die sieht so geil aus, ich wollte da unbedingt noch hin, jetzt steht ja, dass der Bikepark zu ist. Fuck, ey. Ich wollte da unbedingt fahren. Jetzt weiß ich echt nicht, was ich machen soll. Hier in Motolino, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so geil. Das sind halt geile Singletrails. Also viele Leute, die auf Enduro fahren, stehen bestimmt sehr zu empfehlen. Aber ich will einfach nur dicke Sprünge fahren. Und naja, nee, leider nicht so der Hammer. Ich dachte jetzt Châtel. Oh nö, ey. Ich bin jetzt fucking, keine Ahnung, 12 Stunden von zu Hause oder so. Das ist echt deprimierend. Ich überlege mir jetzt was. Nach 3 Stunden beim Pizzaessen in Gedanken debattieren, was ich jetzt mache, ist die Entscheidung gefallen. Und ich fahre jetzt erstmal nach Monza, einfach weil das Wetter da auch besser ist. Der Bikepark ist jetzt endlich geöffnet, der Monza Pizza Bikepark. Wir waren ja letztes Jahr schon da, als er noch nicht geöffnet war. Alles soweit fertig, bis auf das Foambit ist noch nicht fahrbar. Also sehen wir uns morgen, Monza Pizza Bikepark. Dafür bin ich jetzt nach Italien gefahren. Alter. Bella Italia!